zieht dich an. Schade. Ist doch schon an. Ach. Aufnahme läuft schon. Scheiße. Jetzt haben wir wieder super angefangen. Ja, hallihallo meine Lieben. Schönen guten Abend. Wir machen heute leckere Medaillons mit Bacon Crocs und einer feinen Gemüsepfanne dazu. Richtig. Jetzt habe ich aber einen geilen Text ausgesucht, oder? Ja. Ja, genau so nennen wir auch das Video. Ursprünglich haben wir ja dreierlei Medaillons geplant gehabt, aber der blöde Hirsch ist davon gelaufen. Also sprich, wir haben keinen mehr bekommen. So haben wir jetzt nur Medaillons vom Schweinchen und vom Kalb. Richtig. Die werden wir in Bacon wickeln. Oder bloß die Umrandung in Bacon wickeln. Das sehen wir nachher beim Machen. Dann eine schöne Gemüsepfanne zusammenbasteln. Und was habe ich noch gesagt? Bacon Crocs. Ja. Also schön Kroketten mit Bacon umwickelt. Manu hat gesagt, die hat es immer noch nicht gehabt. Nee. Das wundert mich jetzt eigentlich. Also ich hätte gedacht, wir haben schon mal welche gemacht. Nee. Oder waren das die Frühlingsrollen mit Bacon, wo außen so rausgequollen sind? Doch. Das die haben wir. Da habe ich das verwechselt. Also, wir legen jetzt los. Hinten Ofenherrin schon angefeuert, der Perkulator steht schon drauf. Ja, die ist mal nicht dran vollgefüllt, bloß mit ein bisschen. Und ja, draußen wird dann schon der Grill angeheizt, Kohlen angeheizt, dass wir einen durchziehen können. Super. Leute, wir legen los. Ja, genau. Und werden groß oder ja. So ähnlich. Attacke. Attacke. Ja, ich habe meine allererste Gusseiserne rausgezogen gefunden. Den Dutch Oven, der Kleber, haben wir heute auch wieder gefunden. Und hier ist die kleine, aber feine Übersicht. Also in der Pfanne machen wir nachher das Gemüse. Bestehend aus Champignons, Frühlingszwiebeln, Möhrchen, Brokkoli und ein bisschen Blumenkohl. Ja. Das reicht uns an Gemüse. Würzen tun wir das Ganze bloß da hinten so mit ein bisschen Rinderbouillon und ein bisschen Bratensoße. Und vielleicht noch ein paar Gewürze hier wie ja, Petersilie, das kann man jetzt nicht als Gewürz sehen, aber ja, so werden wir das machen. Hier sind unsere Medaillons. Die werde ich mit dem Bacon da drüben Salz und Pfeffern würzt die Manu. Und dann werden die bloß ein bisschen eingewickelt, mit Spießen der Bacon fixiert. Und dann sind die auch schon soweit gut. Und natürlich auch die Kroketten schön sauber einwickeln. Und das machen wir jetzt alles komplett fertig. Und also schnibbeln und einwickeln und alles. Und wenn wir das fertig haben, holen wir euch wieder dazu. Es soll ja heute vielleicht mal ein bisschen ein kürzeres Video werden. Außer ihr tätet das oder hättet das alles sehen wollen, dann müsst ihr das in die Kommentare reinschreiben. Mhm. So, meine Lieben, ein Möhrchen da hinten ist noch übrig geblieben. Ich glaube, im Eck kann man es, glaube ich, sehen. Gemüse schön geschnibbelt, die Pilze geschnibbelt. Dann haben wir hier die Kalbsmedaillons und die Schweinemedaillons. Ich habe es jetzt komplett in Bacon eingewickelt. Und unsere Bacon Crocs. Tja, was soll ich sagen? Ich lege mal draußen Strom für Licht. Und dann können wir draußen eigentlich weitermachen. Loslegen. So, Manus Reich. Und mein Reich. Also, da arbeite ich heute und hier die Manu. Also jetzt erst einmal schon mal ein bisschen Öl rein. Und dann kommt gleich Gemüse hinterher. Yummy. So, jetzt machen wir das Gemüse rein. Das wird ja ein richtig schönes Schmorgemüse. Und ich sag's euch, das Gemüse wird lecker. So, jetzt machen wir die Champignons dazu. Ja, da hat sich jetzt schon was getan. Auf jeden Fall. Ja, dann nehme ich jetzt einfach die Kämme drüber. So, Leute, und dann fange ich nämlich an mit meiner Geschichte hier.
indem ich gleich einmal hier am Rand die Beckencrocs positioniere. Ich habe übrigens noch die zweite Lampe aufgestellt, damit ihr auch wirklich was seht hier. Erstmal, ja doch, auf dem Display kann man sehen. Jawohl. So. Und die Fleischstückchen, die kommen nachher dann erst drauf. Und mein Kaffee im Percolator brauche ich immer noch. Da werde ich wahrscheinlich mir noch was anderes überlegen, weil das dauert noch zu lange. Oh, das dauert wieder mit den Kohlen da unten jo. Drin. Ich glaube, die sind schon wieder gegenseitig halber ausgegangen. Naja. Das dauert halt ein bisschen. Wir haben ja Zeit. Richtig. Mir brisiert's nicht. Dir? Nein. Okay. Glitzekleine Planänderung. Ich habe hier jetzt noch ein paar Cubes angefeuert. Die Pfanne steht jetzt gerade da drüben und die Kroketten tun wir jetzt erst einmal runter auf die Seite und bloß nachher noch mal kurz drauflegen. So schaut es jetzt aus. Aber mit deiner Pfanne geht jetzt auch was vorwärts, gell? Auf jeden Fall. Eieieiei. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ja, Profagus. Leider. Ach, irgendwie will das nicht so recht heute wieder. Aber wir kommen weiter im Text. Oh, jetzt sage ich nichts mehr. Jetzt legt ihr einfach die Fleischdinger drauf. Ja. Auch in Ordnung. Aber nachher dann, wenn die Cubes durchgefeuert sind, kommt die Pfanne wieder runter. Auf jeden Fall. Ja. Heiligsblechle geht das jetzt schnell da drüben. Bisschen salzen. Also die Medaillon-Geschichte wird halt nicht wirklich was daran bedenken. Nee, auf jeden Fall nicht. Ist halt das Problem. Ja. Und die Kroketten haben wir gerade schon eine vernascht. Ja, die müssen definitiv auch nochmal drauf. Die sind noch nicht ganz durch. Ein bisschen Wasser drauf. Es soll ja ein soßiges Gemüse werden. Ein bisschen pfeffern. Und mein Percolator-Kaffee läuft immer noch nicht. Da habe ich noch ein bisschen Wasser nachgekippt. Ein bisschen mehr Wasser drin ist. Nee. Heute funktioniert gar nichts bei mir. Ein bisschen Brühe. Gibt auch mal ein bisschen Geschmack ab. Ich schau mal nach meinem Kaffee. Auf jeden Fall sind die Karotten noch ein bisschen knackig. Aber es wird auf jeden Fall schön. Und es wird richtig lecker. Spatzen, ich brauche noch einen kleinen Percolator. Für Mindermengen Kaffee. Ja, können wir mal gucken. Ein bisschen kochen lassen. Ein bisschen kochen lassen, genau. Und dann ein bisschen abschmecken noch.
Richtig. Wenn die Kohlen heraus sind, sind jetzt dann auch bald wieder fertig. So, dass man die Pfanne dann rausnehmen kann. Kannst genau. Dabei, mach dabei einfach mal den Deckel zu vom Grill. Na, hat sie sich nicht schön gelernt. Also jetzt haben wir eine schöne Hitze. Jetzt hoffe ich, dass die Kohlen nicht gleich wieder ausgehen. Mit den Cubes. Du darfst die Pfanne wieder rüberstellen, mein Engelchen. Oh, brodelt und brutzelt. Ja, perfekt. Oh, es ist schwer. So. Ich drehe mal gleich unser Fleisch um hier. Weil wir ja festgestellt haben, dass die Kroketten noch ein bisschen brauchen, lege ich die auch gleich wieder drauf am Rand. Ja. Aber es brodelt ganz anders und schön. Gönnen wir uns mal den direkten Blick hier rein. Wir hatten die Temperatur eigentlich fast schon zu wenig. Aber sie werden, Leute, sie werden ein bisschen noch, dann kann man sie wieder umdrehen. Wenn der Bacon krosser wird, so wie bei den Crocs, dann sind die Teile nämlich auch definitiv fertig. Ja, da verkomplizieren wir uns heute gar nicht so mit Temperaturmessen oder sonst was. Zeitliche Dauer sage ich auch nichts dazu. Dauert, wie lang es dauert. Punkt. Aber ich kann euch eins verraten, allein das Gemüse wird schon eine Köstlichkeit werden. Ja, auf jeden Fall. Ja, und jetzt hast du schön Hitz von unten, gell? Ja. So Leute, da drüben tue ich jetzt die, oder habe ich die, das Fleisch jetzt doch noch ein bisschen auf direkt, dass es ein klein bisschen schneller geht, weil Spatzel hat gesagt, Gemüse ist so gut wie fertig. Ja. Du hast jetzt schon ein bisschen was von dem Bratensoßenpulver mit rein? Ja. Okay. Nein, habe ich noch gar nichts. Noch nicht? Noch nicht? Nur ein bisschen Brühe habe ich noch reingemacht. Ah, ja. Aber jetzt mache ich ein bisschen... Dann lasse ich dir gerade noch die Kämme an. Ich kümmere mich hier ums Fleisch. Ein bisschen Bratensoße mache ich noch rein. Das war's. So, und hier drüben wird es halt noch direkt ein bisschen angegrillt, auf beiden Seiten natürlich. Dann sollte man fast auch bald fertig sein hier. Tja, die Pfanne habe ich reingestellt und hokus pokus liegen die Kohlen hier unten drin. Dank guter Handschuhe. Zack, zack, zack. Leute, ich habe einfach Hunger. Ich will jetzt hier einfach noch ein bisschen Dampf drunter kriegen, dass einfach jetzt noch der Bacon kross wird, weil mir reicht's. Ich habe echt nur noch Kohldampf. Hunger! So, meine Lieben, ein letzter Blick in den Grill. Die sind jetzt gleich soweit. In wenigen Augenblicken hole ich alles herunter, tue es auf den Teller und trage es rein. Und in der Zwischenzeit bringe ich schon mal die Kämme rein. Jodale, da haben wir jetzt unser Essen liegen. Das müsste ein Kalb sein.
Also die Spieße sind mittlerweile schon weggekokelt. Die waren ja eigentlich auch bloß, dass der Becken hält. So. 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 Kroketten, Kroketten. Bacon Crocs. Also du kriegst natürlich auch noch mal ein Fleischstückchen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und um die letzte prügeln wir uns nachher. Und natürlich noch ordentlich Gemüse. Und fürs Probiererle werde ich mir das jetzt erst noch gleich zwei, drei kleine Happen wegschneiden. Und dann machen wir unser Probiererle, während Manu dann auch noch ihr Gemüse nimmt. So, Dalle. Oh. Jetzt machen wir unser Probiererle und sprechen gleich unser Fazit dazu, würde genau. Ich mal sagen. Also ich nehme mal jetzt mal was von dem Kälbchen. Ich vom Schweinchen. Genial mit der Bacon-Note. Vom Kälbchen. Geiles Gemüse dazu. Ja. Leicht kross, die Bacon Crocs. Geil. Also ein rundum gelungenes, richtig geiles Essen hier heraußen. Wir hocken uns jetzt drüben ganz gemütlich hin. Und uns verspeisen. Aber ganz gemütlich essen. Genau. Und dann gibt es vielleicht auch noch einen Percolator-Kaffee. Aber Leute, das kann man jederzeit so nachmachen. Ja. Ich muss ja drunter essen. Ja, mein Cola läuft aus. Weil sie umgefallen ist, die Dose. Wenn das kleine Grillvideo, das war halt definitiv ein Grillvideo, gefallen hat, Däumchen nach oben, nette Kommentare, Abo. Und irgendwas habe ich ja sowieso gesagt, sollen sie kommentieren. Ja, in dem Sinne war es das für heute, Leute. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschaikowski. Tschüss.